Hi, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben heute ein paar Liebesbotschaften. Und zwar heißt die erste, nichts kann unsere Seele brechen. Und nichts kann dieses Band der Seele zerbrechen. Es ist egal, wie weit wir voneinander entfernt sind oder ob wir getrennt sind. Wir werden immer miteinander verbunden sein. Das ist sehr süß, ja. Und zeigt eben auch, na, die meisten werden wahrscheinlich in irgendeiner Form von Separation sein. Und hier wird eben von eurem Counterpart gesagt, dass ne, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, ne, eventuell getrennt sind im Moment, heißt das nicht, dass das alles zu Ende ist. Ja? Und wir haben immer eine Connection miteinander, immer eine Verbindung miteinander. Und hier wird auch gesagt, ich habe immer noch Gefühle für dich, aber ich stolpere gerade immens über die Kommunikation. Ja, das ist manchmal sehr schwierig, die Worte zu finden. Ab und zu ist es so, dass man gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Also man stolpert dann schon über die Ansprache, wie man jetzt irgendwie jemanden anspricht. Also das kann einem dann so den Kopf zerbrechen, dass man irgendwie den Brief, den man verfasst, zerknüllt und wegschmeißt und dann wieder anfängt und zerknüllt und wegschmeißt und wieder anfängt und zerknüllt und wegschmeißt und dann zum Schluss irgendwie so ein bisschen aufgibt, ja. Aber euch wird eben auch gesagt, dass ne, dieses Stolpern über die Kommunikation, das heißt ja nicht, dass das für immer so sein muss. Irgendwann wird der richtige Zeitpunkt kommen und dann kommt hier eben auch etwas, was Hand und Fuß und auch Bestand hat. Meine Lieben, alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Bye bye.